Only Kürbis Challenge. Was bedeutet das Ganze, die Only Kürbis Challenge? Was ist das? Also Leute, wir werden jetzt hier nur Kürbisse looten. Also man kann ja die Kürbisse kaputt schlagen. Und Leute, das hier nicht gewaltverherrlichend, alles gut. Und ja, dann kriegt man ja eventuell was raus. Da ist ja die Truhe meistens drunter. Wir dürfen nur die Kisten nehmen, die da drunter sind halt, Leute. Und ja, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns dann gleich in der Runde. Let's go, Leute. So, Leute, wir sind auf jeden Fall hier schon im Halloween-Bus. Und ich würde sagen, wir landen auch direkt mal in Frenzy. Nee, in Frankie Fields. Weil dort sind, glaube ich, weiß nicht, ob es noch irgendwo Kürbisse gibt. Kürbisse. Aber dort gibt es auf jeden Fall ein paar Kürbisse, Leute. So würde ich sagen, landen wir auch direkt mal da. Was mache ich hier? Ich will rausspringen. Let's go. Und ja, Leute, wie gesagt, nur Kürbis-Loot. Ich hoffe, wir finden jetzt hier mal einen Kürbis. Ein Kürbis, wo auf jeden Fall Dings drunter ist, Leute. Schreibt gerne mal Hashtag Kürbis in die Kommentare. Oder Melode. Kennt ihr noch Castro 44, Leute? Der war ja immer gegen Kürbisse. Aber wir sind jetzt mal hier für Kürbisse auf jeden Fall. Ich entscheide mich mal für den großen Kürbis. Come on, ich entscheide mich jetzt für den da hinten, weil. Ey, Gegner macht doch bitte kein Auge. Ich hoffe, da ist auch was drunter, Leute. Let's go. Ist hier eine Kiste drunter? Ja. Ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Kiste drunter. Wie gesagt, Healing ist immer erlaubt, jetzt, Leute, sage ich mal. Und was bekommen wir? Direkt mal eine Schrotflinte. Oh mein Gott. Leute, den ersten Paulberger haben wir geholt. Das dürfen wir auf jeden Fall jetzt nicht looten. Okay, nochmal eine Dings. Eine Pumpe, okay. Oh mein Gott, Leute. Pray, Leute, das hat keiner gesehen. Let's go, nächste Runde. Erstmal, let's go, Leute. Bis gleich. Ja, nächste Runde, let's go. So, Leute, da bin ich mal wieder. Jetzt lagen wir wieder mal in Frankie Fields auf jeden Fall. Und ja, Leute, schreibt mal gerne rein, was ihr so für Challenges wollt. Allerdings muss ich sagen, Leute, wahrscheinlich, also ich nehme gerade viel vor auf, aber ich gehe jetzt in Urlaub und eventuell kommen nächste 2, 3 Wochen keine Videos mehr. Aber, weil ich weiß nicht, ob es dort, wo ich hingehe, also ob es da Internet gibt, kann ich euch halt nicht sagen, Leute, und ob ich da was aufnehmen kann. Aber ja, nur dass ihr Bescheid wisst, Leute. Ich weiß auch nicht, wann das Video kommt. Komm, wir gehen jetzt noch mal nach da hinten, oder? Ich habe halt Angst, wenn hier keiner drunter, wenn hier nichts ist. Aber komm, wir riskieren es mal, Leute. Wie gesagt, wir dürfen hier alles nehmen, aber halt an Waffen nur das. Eigentlich heißt es, eigentlich müsste es ja heißen, nur die Kürbiswaffen nehmen. Aber wir nennen es jetzt einfach mal. Perfekt, hier ist nichts drunter, shit. Aber wir nennen es, Leute, wir nennen das jetzt auf jeden Fall mal die nur Kürbis-Loot, weil das klippt bestimmt mehr Klicks, Leute, ja. Aber wir dürfen halt überall Healing und alles nehmen. Halt nur bei Waffen dürfen wir halt nur. Ja, wie gesagt, hier ist auch nichts, wird ihr mich verarschen? Digga. Halt, ja, wie gesagt, Leute, wir dürfen alles nehmen. Aber halt nur die Waffen. Von hier. Okay, hier ist jetzt unser erste Kürbis-Loot-Waffe. Let's go, Leute. Hoffentlich was Gutes. Komm. Gönn. Joa, eine Scar, ein paar Minis ist auf jeden Fall okay. Da ist eine Pump. Dürfen wir halt eh leider nicht mitnehmen, Leute. Aber ja, gut. Ey, man kann sich ja hier verstecken. Stimmt, Leute. Okay, wir müssen aber weiter, weil wir haben jetzt nur eine Scar. Das ist doch schon jetzt schon relativ gut, aber jetzt auch nicht so krass. Ich weiß, Leute. Dieser Skin passt nicht dazu, aber ich hatte jetzt kein Kürbis-Skin oder irgendwas auf der PlayStation, was dazu passen würde. Zu der Challenge. Bis dato. Vielleicht machen wir die Challenge halt nochmal. Weil ich finde die Challenge irgendwie ganz nice. Vielleicht machen wir nächstes Mal, wo wir nur wirklich Loot nehmen dürfen. Oder so, keine Ahnung. Oder wir nehmen halt, lang halt das Video nur Kürbis-Loot und das nächste Mal nur Kürbis-Waffen oder so, keine Ahnung, Leute. Ja. Auf jeden Fall, let's go. Komm. Ach so, ja, das dürfen wir eigentlich eh nicht nehmen. Aber wir können auf jeden Fall das Gold und das Heal mitnehmen, Leute. Das ist schon mal gut. Das haben wir, glaube ich, gleich 60. 65, okay, aber wir machen das jetzt erstmal nicht. Okay, nochmal eine Truhe, let's go. Okay, Leute, das dürfen wir jetzt alles wieder leider nicht mitnehmen. Ich könnte heute einfach durch Verarschung so tun, als ob das da drin war, aber nein, so ehrenlos bin ich jetzt nicht. Leute, ich mache einfach so ein mythisches Gar drin, ne? Spaß. Oder irgendwas, was halt gar nicht gibt da drinnen. Ich hoffe, jetzt ist hier überhaupt mal eine Kiste drunter. Ja, let's go. Nice, Leute. Nochmal hier, wie gesagt,
Kürbis looten und hoffen. Ja, zwei Kisten, das ist schon mal sehr nice. Okay, eine MP. Warte mal, Leute. Wo haben wir diese Scar her? Egal, ich glaube, wir dürfen die nicht nehmen. Okay, bam, kaputtboxen und hoffen. Das ist der Alpha-Stein-Trick, Leute. Der hat das mal gemacht. Bis zu 50 oder bis 100 lang. Okay, noch eine MP. Ich würde sagen, wir nehmen. Ja, wir lassen das mal so. Würde ich sagen, Leute. Okay, hier ist, glaube ich, noch direkt eine nächste Truhe. Sehr nice, Leute. Und was bekommen wir? Ja, das Gar haben wir ja schon. Die ist halt, glaube ich. Ach, egal, wir nehmen die, auch wenn ich glaube ich damit gar nicht so gut umgehen kann, aber egal. Okay, Leute. Das ist jetzt realistischer, wenn das ist ja auch aus den Kürbissen gekommen, deswegen nehmen wir das jetzt. Ja, nee, eigentlich habe ich bin nur Bock auf Medkits, aber egal. Stark's Bandys gerade. Hier ist nochmal eine Kiste, Leute. Eine Truhe, die dürfen wir aber eigentlich auch nicht nehmen. Aber wie gesagt, wir nehmen nicht die Waffen, wir nehmen nur ja, auf jeden Fall Pump, genau, lieber Kürbis. Gib mir mal bitte lieber Kürbiskopf nächstes Mal eine Pumpgun, das wäre sehr nett. Oh nein. Okay, Digga, chill. So Leute, wir landen jetzt nochmal da. Auf jeden Fall in Frankie Fields. Der Bus fährt halt wieder komplett gut drüber. Das ist schon mal sehr gut, Leute. Und ja, auf jeden Fall. Bis gleich, Leute. Let's go. So, springen wir mal raus. Leute, Planänderung. Wir landen hier im Schneegebiet, weil ich dort noch nicht war und mir das auch mal angucken wollte. Und ich gerade hier ein paar Kürbisse entdeckt habe, gespottet habe. Würde ich sagen, ah, der lächelt mich gerade an, aber ging lieber zu denen, weil ich die jetzt erst gespottet habe. Aber komm, wir gehen auf jeden Fall doch mal zu dem. Okay, hier ist Edward, der Scherenschneider oder wie er die hieß. Ey, komm bitte. Gönn mal eine Pampe, Leute, jetzt. Komm, bitte. Lieber Kürbis. Gönn was. Hä? Okay, eine Skala. Besser als nix, Leute. Okay. Gut, und ja, Munition, Dinge, andere Sachen kamen hier noch. Ey, die Pump darf ich leider jetzt nicht mitnehmen, Leute. Komm, Biggie. Ey, ich wusste es irgendwie. Ich habe mir es gewünscht. Hey, warte mal. Habe ich nicht gerade Minis gehabt? Egal, Leute, ich will jetzt auch mich nicht ablenken lassen. Eigentlich müssten wir die suchen gehen. Aber ich glaube, ich habe eh keine gefunden, bekommen gerade. Deswegen. Ja, wie kommt man überhaupt hier raus? Egal, Leute. So Leute, jetzt fliegt der Bus leider nicht darüber, aber egal, wir machen es trotzdem, weil vielleicht haben wir Glück. Und jetzt sind nicht so viele Gegner, nicht wie eben, das vergessen wir immer ganz schnell, Leute. Ich würde sagen, ich springe jetzt auch mal direkt dahin. Bis gleich, Leute. Let's go. Wir fliegen Eidechse, macht sich auf den Schneegebiet, das passt ja. Und so Leute, ich würde sagen, wir ändern jetzt auch mal die Challenge, beziehungsweise wir machen genauso weiter wie vorher. Oh mein Gott. Geh weg von mir, Junge. Wie vorher. Nur Leute, der Unterschied ist, dass wir den Namen ändern. Es das heißt ja eigentlich, habe ich ja gesagt, nur den Loot nehmen. Nur Kürbis looten. Aber nein, wir nehmen jetzt nur die Waffe, damit er sie nicht bekommt, Leute. So auf ehrenlos angelegt. Nein, wir ändern jetzt auf jeden Fall mal die Challenge und sagen, also wir machen genauso weiter, aber den Namen tun wir auf jeden Fall ändern. Wir sagen jetzt nur. Wir dürfen nur Kürbiswaffen nehmen, Leute. So heißt die Challenge. Nur Kürbiswaffen. Aber wir dürfen allen anderen Loot nehmen. Also, ich glaube, man kann nämlich bei dem Typen hier eventuell. Scheiße, Leute. Ich hätte ihn so wegfetzen können mit der Dings, aber das habe ich natürlich nicht gemacht, weil sie auf jeden Fall auch gegen die Regeln. Ich will sie echt eigentlich. Ach komm, ich lasse sie liegen, weil. Es muss sein, Leute, weil sonst benutze ich die noch außersehen, dann habe ich schon die Challenge eigentlich auch verloren. Ey, wir brauchen unbedingt jetzt mal AMR-Muni oder wir sollten eigentlich mal Kürbisse weiter looten gehen, Leute, auf jeden Fall, würde ich sagen. Wie gesagt, es heißt jetzt nur Kürbiswaffen. Ich ändere
den Namen der Challenge, nur Kürbiswaffen. Das heißt, wir dürfen alles andere nehmen. Und wenn ihr mal wollt, dass wir eine Only Kürbis Loot machen, also wo wir auch Healing und alles nur nehmen können von Kürbis drin, außer Mobilität, so Hexenbesen und so, das können wir nehmen, würde ich sagen, weil das macht auch kein Damage. Dass wir, ja, wenn ihr das wollt, dann lasst mal gerne 10 Likes da und schreibt das in die Kommentare, Leute. Oh mein Gott, bitte kill mich jetzt nicht hier. Ey Leute, bitte, mach kein Auge. Müssen halt jetzt mal gucken, wo es noch mehr Kürbisse gibt, Leute. Geben die kleinen Kürbisse was? Ne, eigentlich nicht, ne? Außer Munition, das war schon mal gut, aber es war ja eigentlich nicht der Kürbis, sondern das da drüben. Okay, Schockwellen, wie gesagt, dürfen wir mitnehmen, weil es ist ja nur die Kürbiswaffen-Challenge. Ich habe hier den Namen jetzt kurz geändert. Challenge bleibt natürlich, wie ich vorher auch gesagt habe, schon. Das müssen wir leider liegen lassen, Leute. Let's go. Bitte, bitte ist hier was Gutes drin. Komm, eine Pump oder so, eine AR. AR nicht, AR haben wir schon, bitte eine Pump oder so. Let's go. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal Full Max. Ja, ist natürlich jetzt schade, Leute, aber egal. Da hinten ist noch eine Truhe, aber die dürfen wir, also wir dürfen die looten, aber bringt uns nichts, weil ja, wir könnten eigentlich zweimal eine AR nehmen, weil wir Ding, wie heißt es, nachladen müssen, aber egal jetzt, Leute, würde ich sagen. Ey, ich wollte jetzt zu Eckwort, dem Scherenmacher dagegen, oder wie der Typ heißt. Ich glaube, da gibt es sogar einen Film über den Typen, keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall, ich weiß nicht. Aber wir looten das trotzdem, weil vielleicht ist hier gut so Medkit oder so drinne. Let's go. Ja, das nehme ich auch gerne mit, auf jeden Fall. Dann können wir schon mal das hier usen, weil gleich werde ich mich noch mal katapultieren, Leute. Okay, hier sind Slurpfässer, egal, egal, Leute, bringt uns jetzt nicht so viel, weil ich voll bin. Genau, Medkit, sowas wollte ich zum Beispiel haben. Ja, genau, sowas, Leute, das ist schon mal lecker schmecker auf jeden Fall an der Stelle, Leute. Leute, jetzt machen wir so, auch wenn wir voll sind, egal. Und jetzt. Ja, Leute, so müsst ihr das machen und nicht einfach so usen. Oder man verkackt komplett, das geht natürlich auch leider. Ja. Das kann man auch machen, natürlich leider. Ich hoffe, der Typ wurde jetzt nicht gekillt oder ist jetzt noch da, hoffe ich mal. Okay, gut. Gibt der Kürbis hier eigentlich Loot? Boah, nein, Leute. Das kann nicht sein. Ja, natürlich. Oh, Digga, der hat mich so erschrocken gerade. Ja, natürlich kommt hier sowas Heftiges raus. Bego, da dürfen wir aber mitnehmen. Das eigentlich auch, aber das macht Damage, also lassen wir es jetzt mal. Hier, Leute, das wollte ich nämlich nehmen, so ein Hexenbesen. Wie heißt Eggward, heißt der, glaube ich. Eggward, der Scherenmacher oder so. Ja, sollten eigentlich die Dinger mitnehmen, ne? Ja, aber Bigo ist auch wichtig. Leute, wir gehen jetzt erstmal gucken, wo hier Gegner sind. Leute, dürfen wir eigentlich diese Kiste nehmen? Weil die ist ja eigentlich auch neben dem Kürbis, aber ich glaube, es zählt nicht, weil es nicht im Kürbis ist. Würde ich mal sagen. Okay, Leute, wir nehmen doch wieder das. Es ist halt jetzt echt kritisch, ohne Pump hier rumzuhängen. Das ist gefährlich. Hier, naja. Ja, Biggie, eigentlich ist ein Biggie 50 HP. Also wäre es viel schlauer, eigentlich ein Biggie mitzunehmen, aber egal, Leute. Komm, bitte. Ich wollte Dings upgraden dürfen auch nicht, Leute, natürlich. Obwohl im Bunker, das ist, weiß ich nicht, Leute, ob man das darf eigentlich. Ich muss hier mal reinschreiben. Ich weiß meine eigene Challenge hier nicht, Leute. Das habe ich gar nicht mitbedacht. Aber wir haben ja eh keinen Bunker jetzt hier. Aber wir können auf jeden Fall später noch im Bunker rein zum Gold oder so, auf jeden Fall, Leute. Ja. So. Komm, Leute, wir tauschen direkt mal. Hier ist bestimmt mehr Benzin drin, denke ich mal. Ey, Leute, wundert euch bitte nicht, warum ich so komisch rede oder so. Wir haben ja chillig 2 vor 10, 2 Minuten vor 3 Uhr nachts, Leute. Oh mein Gott, nicht, dass hier noch gleich Momo kommt, ja. Leute, wir könnten eigentlich den Titel schreiben um 3 Uhr nachts. Es ist gleich 3 Uhr nachts auf jeden Fall. Glaubt mir oder glaubt mir nicht, es ist jetzt 10 Minuten vor. 2 Minuten vor.
Warte mal, alle guten Dinge sind drei, also tauschen wir zum dritten Mal. Okay, Leute. Ey, ist hier ein Bunker? Was ist das? Das wird mir hier angezeigt. Aha, was ist das denn? Was? Zwei mythische. Ja, okay, das bringt uns nichts, weil wir das eh nicht leben dürfen, aber. Kettensäge ist schwer. Wie viel das eigentlich benutzen? Na, ich würde sagen, nein, Leute, aber. Das hier machen wir trotzdem mal. Kann man die ans Auto dran heften? Egal, keine Ahnung. Das machen wir trotzdem mal. Falls hier jetzt ein Gegner kommt, wird er überrascht. Auf jeden Fall. Ja, Leute, das dürfen wir echt leider nicht mitnehmen, würde ich sagen, die Kettensäge. Ah, ja, von Mobilität, aber wir werden es eh wieder für ohne Scheiße hier benutzen. Benutzen und nicht nur zur Mobilität, denke ich mal. Die Dinger spawnen wir jetzt einfach mal hier auf Schnelle. Ey, das war doch gar nicht. Das war die Waffe hier. Nämlich die ich mitnehmen darf. Egal, Leute, wir gehen jetzt mal hier raus, würde ich sagen. Wenn hier ein Gegner reinkommt, kriegt er eine Überraschung, würde ich sagen. Ey, wir haben aber gut Loot. Also Heal und Hexenbesen, aber wir bräuchten eigentlich echt nochmal eine Pumpe oder so. Wir könnten ja. Das Problem ist, ich will auch mein Heal eigentlich mitnehmen. Wo sind jetzt eigentlich diese zwei Kisten? Egal, wir dürfen eh nur Kürbis-Loot eigentlich mitnehmen. Wahrscheinlich hier, Leute. Oder? Keine Ahnung. Was das jetzt ist, wahrscheinlich sind es diese Drohnen. Ich würde sagen, wir landen, sagen schon. Wir gehen jetzt, fahren jetzt erstmal zu Freaky Fields, weil da können wir uns auf jeden Fall Ding gleich nochmal abstauben. Ein paar Kürbis-Loot. Ich hoffe, es ist irgendwie eine Pump oder so drin ist. Aber ich werde auch eigentlich, was soll ich denn dagegen lassen? Nee, Hexenbesen ist gut für Mobilität auf jeden Fall. Aber ich will auch eigentlich nicht mein Dings da lassen, mein, wie heißen die Dinger? Slurp-Dinger auch nicht, Medkit auch nicht und das eh nicht. Ach, keine Ahnung, Leute. Bunker. Aber scheiß drauf. Ja, wir können halt im Bunker Ding nehmen, auf jeden Fall. Bisschen so Healing und so, wahrscheinlich. Hier müsste jetzt, glaube ich, irgendwo die mythische Truhe sein. Ja, hier. Vielleicht haben wir Glück und da ist nochmal Slurp-Dinger drin. Also dieser hier. Okay, let's go. Kramen wir es mal aus. Wir sind jetzt hier der neue Pirat. Ist das jetzt die Piraten-Challenge geworden oder was, Leute? Ja, natürlich. Goldene Akimbo-Doppel-Uzis. Na klar. Und wetten, dass der Typ jetzt auch noch da ist. Ja, ne? Diese Frau, diese Bossin da. Die Crankpool. Ja, egal. Leute, wir gehen doch nicht zu Frenzy Felix. Ich würde sagen, wir gehen in den Bunker vielleicht. Ah, hier ist es ja. Hier wird schon wieder rumgeschossen irgendwo. Aus dem Grund, weil, Leute, da können wir ein bisschen Gold nehmen. Vielleicht für ein anderes Challenge. Komm, Slurpees und Gold kommen. Oder Schockwellen, aber wir haben eh ein Auto. Ja, jo, okay. Natürlich doch. Na klar, Leute. Jetzt, wo man es nicht nehmen darf. Ja, logisch. Korrekt, Fortnite, Dankeschön. Gibt es hier eigentlich jetzt wieder Geister? Nee, ne, Leute, ich habe schon hier gerade Geister gesehen, gefühlt. Egal. So. Könnt ihr eigentlich ein Lambo nehmen? Egal. Hä, wo ist denn der Bunker, Leute? Bin ich lost? Leute, das Halloween-Auto. Oh, das böse Halloween-Auto kommt. Der hatte gute Sachen, Leute. Okay, Pudi. Muss los. Bruder. Das war's erstmal mit dir, Bruder. Oh mein Gott. Scheiße, Leute. Gefährliche Angelegenheit hier auf jeden Fall. Wir dürfen jetzt nicht abhauen. Wir müssen so aufpassen. Oh mein Gott, Leute. Ganz schnell weg hier. Oh mein Gott. Wo sind die Slurp-Dinger? Scheiß drauf, auch wenn da Minis waren und noch ein G-Klasse. Egal, Leute. Wir müssen jetzt erstmal hier Rückzug. Würde ich sagen, Leute. Pff, okay. Das war's komplett an der Stelle. Okay, healen wir uns erstmal ganz schnell, Leute. Und dann gucken wir, ob wir den gleich nochmal reinpushen können, Leute. Okay, jetzt gucken wir mal. Die hat halt auch keinen Zielfernrohr, egal. Leute, wir sollten vielleicht nochmal uns hier ein bisschen heilen. Okay, Leute, hier ist lila Waffen, dürfen wir eh nicht nehmen, wahrscheinlich. Checkpack dürfen wir halt nehmen, aber ich bezweifle, dass das jetzt der ausgerichtete Checkpack ist. Okay.
Leute. Das geht hier nicht mit rechten Ding zu. Okay. Oh mein Gott, Leute. Ja, das Problem ist, wir kommen hier jetzt nicht raus. Wir haben keine Pump, wenn wir uns jetzt hier wegscheppert. Och du Scheiße. Okay, Leute, das war's komplett.